Hallo, willkommen zu einem Küche. Heute machen wir Hühnchen-Eintopf mit Gemüse. Wir fangen an jetzt mit Zutaten. 400 Gramm Hühnchenfleisch, bitte Würfel schneiden. 500 Gramm Kartoffeln habe ich schon vorgeschnitten mit Wellenschneider. 2 Chili, die tue ich nachher einstecken. 200 Gramm Cocktailtomate, bitte von der halben durchschneiden. 200 Gramm Zwiebel. Große Würfel schneiden, auch große Würfel schneiden, 100 Gramm bunte Paprika, ein Zeh Knoblauch, auch Würfel geschnitten, 100 Gramm Karotte, auch schneiden, bitte mit Wellenschneider, grüne Erbsen, 150 Gramm von TK und Esslöffel Tomatenmark. Salz und Pfeffer kommt da rein und Teelöffel Thymian, das kommt dann natürlich Schluss. Okay. Öl, haben wir noch natürlich, Öl natürlich hier ist drin, die habe ich schon vorgewärmt wenigstens. Naturales Öl, 4-5 Esslöffel. Da war ja schon warm, also kann ich gleich noch warten. Ich habe ja hochgeschaltet, ja, bis Ende nichts geht. Jetzt, pass auf, Murat. Neutrales Öl? Ja. Kommt das aus der Schweiz? Oder? Nein, das kommt von allem Öl, können Sie da rein tun, was Sie möchten. Das, darum sage ich. Ja, mega. Ich mache mir Spaß. Ich weiß nicht, wo der hier kommt, keine Ahnung. Okay, dann tun wir schon bitte kräftig anbraten, bis sie braun ist. Okay, das kann 7 bis 8 Minuten dauern. Okay, bis gleich. Ab und zu umrühren, bitte. Der Fleisch ist jetzt fertig. Wie man sieht, das ist schon leicht braun. Jetzt tun wir Zwiebeln rein. So, die müssen wir auch mal ein bisschen umrühren. So 2 Minuten müssen wir sie anbraten, okay? Immer wieder umrühren, bis gleich. Okay, die Zwiebel ist auch schön eingebraten. Jetzt kommt Tomatenmark rein. Die müssen wir ein bisschen umrühren. Okay, dass der Vater rauskommt richtig. Immer umrühren. So. So, jetzt tun wir noch Karotte rein. Paprika auch rein, mit Knoblauch. Ja, ich kann ja die Chili auch rein tun, gleich, warte mal. Die Chili tue ich mal mit Zwiebeln einstecken. So, beide Seiten rein tun. So, ich will nicht so scharf essen. So, die Seite ist vorbei. Fertig, gleich scharf essen. So. Die Aroma reicht das mal. Wunderbar. Jetzt Tomaten noch rein. Jetzt schneiden wir noch den Karotte eine, mit Wellenschneider. Was? Kartoffel? Ja, ist ja Kartoffel. Ja, du hast Karotte gesagt. Ja, also Kartoffel, bitte. Ist Karotte. So, tun wir gleich rein, fertig. Dreimal. Und das war's. Den Rest auch rein. So, Erbsen auch rein. Jetzt Wasser etwas, mal sehen. So. Moment, Salz und Pfeffer kommen noch. So. Salz. Bisschen umrühren nochmal. Noch ein bisschen Wasser. Kurz, wie viel Wasser drin ist. So. Okay. Bitte so viel Wasser reintun, dass der Kartoffel leicht so ist. Der Thymian kommt dann später, okay? Wenn Deckel. Wenn es kochen anfängt, niedrige Stufe 30 bis 35 Minuten kochen lassen. Bis gleich. Der Eintopf ist 30 Minuten gekocht. Also war genau richtig.
5 Minuten vor dem Schluss bitte einen Teelöffel Thymian reinmachen, umrühren, 5 Minuten ruhen lassen, dann kann man sie servieren, okay? Ich zeige jetzt natürlich alles. So sieht es dann aus, wenn fertig ist, ne? So. Wie gesagt, ein bisschen abkühlen, dann kann man sie servieren. Ich wünsche euch einen guten Appetit mit Eintopf. Bis nächstes Mal, Ahmed. Tschüss. Bitte nicht vergessen, Facebook und Instagram zu gucken.